Guten Morgen. Und dann würde ich sagen, wir gehen mal nach unten, kurz zur Garderobe, weil wir haben ja jetzt auf jeden Fall eine Höhle mal erforscht. War ja semi-spannend, aber auf jeden Fall haben wir es jetzt mal gesehen. Und was ich allerdings jetzt gerne machen würde, ist weiter Erz farmen, oder? Oder was meint ihr? Ich pack mal den hier rein. Die Skelette. Ja, irgendwie finde ich sie jetzt gar nicht so schlecht dabei zu haben, bin ich ehrlich. Und eigentlich hätte ich hier auch gerne alles auf Abruf. Wir brauchen allerdings die Spitzhacke oben. Die mache ich mal hier hin. Und wir brauchen den oben, den mache ich mal hier hin. Ne? Obwohl, warte mal. Wir müssen sowieso erstmal, glaube ich, einen neuen Erzturm finden. Bevor ich hier überhaupt irgendwas machen kann. Ich mach mal so. Ja, so ist besser. Dann kann ich nämlich so und so switchen. Und ansonsten sieht noch alles gut aus. Ich kann noch mal Food nachfüllen. So. Hier. Und die zwei nehme ich auch mit. Und dann baller ich mir noch mal alles. So. Sehr gut. Und dann würde ich sagen, Energieschild und let's go. Halt! Der Stab ist halt down. Stab Nummer 1. Aber ich glaube ehrlich, ich... Oh. Switch die mal. Irgendwie. Bin ich ehrlich. Und die repariere ich mal. Und schmeiße die wieder davor. So. Sehr gut. Und falls wir Askwind finden, nehmen wir die auch mit. Weil wir die nämlich dringend brauchen. Zapfi! Na? Gehst du zum Lachen wieder in den Keller? Wie immer. Viel Spaß. Und hindurch. So, da sind wir. Und da hinten waren ja noch Erztürme, ne? Oh, vor allem diese Festung da, ey. War das da auch ein Erzturm? Keine Ahnung. Ich würde auf jeden Fall da gerne mal dieses Portal hier versetzen. So, und jetzt bloß aufpassen. Da sehe ich schon einen Feind. Und diesmal bleibe ich bei Frost. Tatsächlich. Finde ich nach wie vor immer noch am besten. So, und hier... Ja, ich dachte, der explodiert vielleicht freiwillig, aber jetzt, ne? Nö. Stirb! Nein! Geil, in der Luft explodiert. Wow! Warum war der denn so schwarz? Das war, glaube ich, ein Grafikfehler, ne? Hier sind mir schon wieder viel zu viele Feinde. Kannst du mal bitte sterben, Lavaklumpen? Dankeschön. Und bitte deinen Loot geben. So. Und da werde ich beballert. Den werde ich sofort erledigen. Der hat sogar einen Stern. Der hat auch einen Stern. Oh, oh. Ich hau mal ab hier. Das ist mir doch zu heikel. Hier komme ich nicht durch. Ja, der hat einen Stern, der hat einen Stern und der. Was ist denn hier los? Was soll denn das? Ich hau mal ab. Oh, hier kommen noch mehr. Willst du mich verarschen? Nee, ich gehe mal hier irgendwie auf den Stein oder so. Hier hinten auf den Stein. Oh ja, das sieht sicher aus. Eiktür sollte uns helfen, da auch ohne Probleme hinzukommen. Oh, sehr gut. Da müssen wir sowieso rauf, sehe ich gerade. Weil der ist wieder verbunden. Perfekt. Und ganz oben baue ich den, baue ich erstmal ein Safe-Portal hin. Hier. Ah, ein Pilz. Hör damit. Und den da, keine Ahnung, können wir uns später drum kümmern. Und den da mache ich auch gleich erstmal kaputt. Doch zuallererst natürlich. Sicherheit geht vor. So. Ja, das hasse ich auch so, ne? So. Energieschild. Und da kommt direkt ein Kollege. Komm mal her hier. Ja, komm mal runter hier. Nicht mein Portal angreifen. Dankeschön. So, eine Salve rein. Alter, wie viel Leben hat er denn? Ist ja abnormal. So, das sollte reichen hoffentlich, um ihn zu killen. Nicht ganz. Piu und piu. Jetzt aber. Den haben wir schon mal. Da hinten, das Ding mache ich mal kaputt. Zu hoch, ne? Nee. War sogar genau richtig. So, ungefähr.
War das ein Treffer? Ja, das sieht gut aus. Ich baller einfach mal. Voll geil, dass man das mit dem Feuerball einfach so machen kann. Ich weiß nicht, irgendwie merke ich aber, das war's, ne? Merke ich aber schon, dass wir, wenn wir näher dran sind, nicht so viele Feuerbälle brauchen, aber dafür ist es deutlich sicherer so. Und ich fühle mich ja eigentlich auch recht safe. Waren hier nicht noch Bogenschützen mit einem Stern? Der ist doch hier gerade durch die Lava spaziert. Da ist er doch. Weil der wird uns doch nerven nachher. Daneben. So, tschüss. Sehr gut. Und jetzt können wir... Mache ich mal den und den sicherheitshalber. Also gut, ne, wir brauchen den wahrscheinlich nicht, aber sicherheitshalber habe ich den trotzdem gerne dabei. Und dann ackern wir das hier mal weg, wa? So, schön nach ganz oben. So, perfekt. Und dann 6. Und dann kloppen wir ein bisschen vom Erz weg. Oh, hier. Hat der schon beim ersten Mal gebollert gerade? Das ging aber schnell. Also so geruckelt, meine ich. Nein! Oh, doch nicht bis ganz nach unten. Oh, oh. Was? Jetzt schon? Ah! Es sinkt schon, ne? Glaube ich. Ja. Hä? Das ging aber schnell. Ist ja schade. Hier, ich versuche mal noch ein bisschen zu saven. Nein, bleib hier! Verdammt. Oh, das ist ja doof. Jetzt haben wir überhaupt nichts. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Jetzt haben wir überhaupt nichts ernten können. Hm. Den da mache ich mal platt. Und tschüss. So, und hier liegt vielleicht noch was obendrauf. Da würde ich dann das mit Jump and Run irgendwie retten. Hä, das war jetzt doof. Ich will mal kurz gucken, ob hier irgendwo... Da liegt noch was. So. Bitte lass mich da ran. Na komm, lass mich da ran. Verdammt. Oh oh, da ist ein Krieger. So, ich hab das Erz. Dann hier drauf. Wow, 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 wow. Hey, hey, geh wieder hoch, geh wieder hoch. Wow. Ich mach lieber neue, ne? Ich habe Angst, dass die, auf die ich dann jumpe, plötzlich verschwinden. Und weg hier. Puh. Ob sich das jetzt gelohnt hat? Ich glaube ja. Gut, ich gehe mal hier hoch und ich bringe das schon mal zurück. Und dann gehen wir zum nächsten Erzturm. Das war jetzt schade. Warum ist der denn schon nach dem ersten Mal, hat er schon gerüttelt? Weil bei dem da hinten konnten wir fast alles Erz abbauen und jetzt eben gerade konnten wir nur 3 so eine Dinger abbauen. Da, wir haben nur 8. Na okay, wir haben 18 immerhin. Das beschwere ich mich eigentlich. So, auf zum Lootloch. Und über den Daumen gepeilt, ich habe keine Ahnung, ich habe also das Zeitgefühl verloren, aber über den Daumen gepeilt müsste doch jetzt ungefähr Mittag sein, oder? Ha! Sehr gut. Dann mache ich mal Energieschild an und wir gucken direkt nach einer weiteren. So. Und hindurch. Gut möglich, dass wir den sogar hier stehen lassen können. Da sehe ich einen Turm. Nein, schnell, bevor der Nebel kommt. Da, ne? Der ist komplett... Oh, das ist ja geil. Der ist in einem Stein gespawnt, in einem großen Felsen. Da können wir easy abbauen, ohne Probleme. Und den da habe ich überlegt, auch noch abzubauen. Soll ich das fix machen? Ja, komm, ne? Bevor hier noch irgendein Unglück geschieht. Ich will es auch nicht zurücklassen. So.
Und ja, wir haben extrem viel Energie verloren, obwohl wir Energieschild hatten. Diesmal habe ich darauf geachtet. Krass. Das Ding ist auf jeden Fall sehr brutal. Dieser Lavafels. So. Und wie ist das mit Gewicht? Ist doch okay. Dann würde ich sagen, wir buddeln einfach mal. Und zwar schnell. Möglichst schnell. Oh. Wir werden natürlich nicht in Ruhe gelassen. Tschüss. So. Hier haben wir einige Brocken außen. Den da muss ich auch nochmal kurz. Nicht einer getroffen. Na also, komm schon. Und tschüss. So. Ja, die ich jetzt erreichen kann, sollte ich schon mal wegbuddeln, wa? Da, jetzt auch. Beim ersten Mal hat er schon gerüttelt. So. Und jetzt schnell nach oben und schnell weiter gebuddelt. Ich baller mir sogar einen Ausdauertrank, ne? Scheiße, ich hätte mir den guten mitnehmen sollen. Nein, der bewegt sich schon. Noch nicht, noch nicht, noch nicht. Los, 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 los. Weg damit, weg damit. Schön abgebaut. Nein, noch nicht den Stein. So. Komm, 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 komm. Na los, na los, na los. Hack es kaputt. So, sehr gut. Oh, oh. Habe ich mir hier so eine Höhle gegraben. Aber das war gar nicht so eine schlechte Ausbeute, ne? Warten wir mal, bis das Ding runtergesunken ist. Und dann gucke ich mal, ob hier noch irgendwo Erz rumliegt. Wir haben 24. Das ist gar nicht schlecht. Fast ein Stack voll. Und ich guck mal, ob hier noch irgendwo was liegt. In die Lava gerollt ist oder so. Da ist natürlich ein Kollege. Und er geht wieder. Tschüss. Aber hier liegt nichts, ne? Und hier drinnen bestimmt ist noch irgendwo ein Klumpen oder so. Nee, da ist nur Grausten. Ja, das war's. Aber wir haben auf jeden Fall ordentlich was abschöpfen können. Schürfen. Sehr gut. Ich guck nochmal. Aber hier ist nichts. Gut. Dann mache ich den da nochmal platt. Oh, da ist ein Spawner, sehe ich gerade. Ja, nee, da gehe ich dann nochmal weg. Und ich mache außerdem das Ding hier auch nochmal eben weg. Weil hier gerade keine Feinde sind. Oh, daneben. Was war das denn? Ich bin in die Lava gegangen, weil ich nach unten gebuddelt habe. Scheiße. Das war gerade richtig gemein. Oh Mann. Ich habe eben gerade nach unten gebuddelt und deswegen war ich auf Lavahöhe. Das verhält sich dann wie Wasser? Oder wie? Also, wenn man zu tief buddelt, wird es plötzlich Lava wie Grundwasser? Gibt es Grundlava sozusagen? Na gut, wie auch immer. Ich würde sagen, gute Nacht. So, guten Morgen. Oh, scheiße, Mann, ey. Wir waren so vorsichtig. Und dann wegen so einem blöden Fehler sind wir jetzt verreckt. Verdammt. So, gegen morgen haben wir gekämpft. Gegen zwei Stück sogar. Na, okay, mit ein bisschen Gecheate vielleicht. Aber, ne, wir haben uns eigentlich so gut geschlagen heute. Hm. So, Feuerding, das hier rein. Und auch damit ich nicht von einem Hit tot bin, hau ich mir auch den rein. Und wir gehen wieder durch. Zapfi schon wieder auf dem Weg nach unten. Er hat wohl unten ein Portal genommen und sich wieder hochteleportiert. Keine Ahnung. Reiseportal, da lang. So, hier sind wir. Und unsere Leiche sollte nicht weit weg sein. Da. Oh Mann. So, jetzt nach unten. Vorsichtig. Und ich laufe mal rüber. Und jetzt vorsichtig sein, vorsichtig sein. Nein, warum denn? Nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ach, warte, alles nehmen. Tschüss. Alter, was ist denn hier für ein Sturm? Aschesturm.
So, hier fühle ich mich safe. Dann ziehen wir unsere Klamotten wieder an. Wo ist denn der Gürtel? Da. So und so. Dann hier das hin. So, die Tränke hier wieder hin. Das ist der ganze Krempel. Der kommt... Jawohl, den können wir eigentlich auch... Alter, man sieht nichts. Nichts. Ich würde sagen, wir kommen später nochmal wieder, oder? So ist das ja... So, ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hingehen soll. Eben gerade habe ich ja noch richtig viele Türme gesehen. Wir könnten vielleicht durchs Portal gehen und wieder zurück und dann hoffen, dass wir kurz uns einen Blick erhaschen können. Aber andererseits fühle ich mich jetzt auch unwohl, weil wir Feinde nicht sehen können. Und wir sind durchnässt? Hä? Wovon sind wir denn durchnässt? Hä? Keine Ahnung. Gut, wie auch immer. Ich würde sagen, das ist mir gerade zu heikel. Wir haben ja aber auch ordentlich Erz gesammelt heute. Fürs Erste. Dann gehe ich erstmal zurück. Verdammt, ey, der Tod ärgert mich so. Das war gerade richtig doof an dich. Na gut, was soll's. So, Pilze hier rein. Aha, da haben wir schon einen Stack voll. Das finde ich immer noch nicht optimal gelöst, aber ich weiß nicht, was wir sonst machen sollen. Wir könnten theoretisch rote und gelbe Pilze in eine Reihe machen. Oder? Oder ist das doof? Ich lasse es erstmal so, ganz ehrlich. Und, warte mal. Ich glaube, ich sollte das mal ein bisschen systematischer machen. Wenn ich nämlich gerade hier bin, mache ich mal Stein. Dann Marmor. So. Was haben wir hier noch so Feines? Das kommt hier hin. Das werde ich alles im Inventar behalten. Das alles. Damit wir beim nächsten Mal sofort weitermachen können. Die Trophäen kommen hier rein. Was haben wir noch? Knochen. So. Nochmal durch. Wir haben Holz. Wir haben Monsterorgane einige gefunden. Zack. Hier. Sehr gut. Gold. Knochen. So. Knochen hier. Halt. So. Können wir auch nach oben bringen, ne? Obwohl, ich habe gesagt, ich will die erstmal lassen. Weil wir die ja für neue Sachen brauchen werden. So, dann Aschenholz. Noch mehr Marmor. Boah. Ja, beachtlich. Und hier haben wir noch Federn. Feuerstuff. Hier. Feuer. Und Aegis. Und Hühnerfleisch. So. Und was mir übrigens aufgefallen ist, das muss so, ne? Das Fleisch ist höherwertiger als das. Glaube ich. Ja, müsste es sein. Ist ja eine Erweiterung später, ne? Und hier haben wir noch mehr Flammkernerz und wir sind überladen. Das freut mich sogar, dass wir davon überladen sind. Denn das schleppen wir jetzt alles nach unten. Das sind sogar zwei Fuhren, ne? Das sind 42. Sehr gut. Zapfi, meine ich doch, ist in den Keller gegangen. Wie immer. So, ich pack mal da erstmal 20. Oh, warte mal, ich mach mal 10 raus und die hier raus. Und so. Und rein damit. Weil davon werden wir ja sehr, 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 sehr viel brauchen. Auch vor allem, ich würde ganz gerne die Embla-Rüstung haben. Das war eigentlich heute auch mein Ziel. Ich hatte nicht gedacht, dass es einfach an ein bisschen von den Asquin. Also an Asquin-Haut liegt. Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Ich habe eigentlich gedacht eher, dass es so Eiter oder Stoff oder was auch immer. Aber das haben wir alles mehr als genug. Weil uns... Ich weiß nicht, es fehlte doch gar nicht so viel. Oder nicht? Wir haben wie viel Haut? Weil das würde ich irgendwie ganz gerne heute noch beenden. 6 und... Die... Robe, warte mal, wir haben die Robe, wir haben die Kapuze, es fehlt noch die Hose von Embla. Die braucht nochmal 10. Wie viel hatten wir? Scheiße. Wir brauchen eigentlich nur 4. Ey, wollen wir die eben noch holen? Auf Asquin-Jagd gehen? Also ich habe ja selber keinen Bock drauf, aber ich habe richtig Bock auf diese Robe.
Los, komm. Und wir können da reingehen, wir können da reingehen oder hier. Und ich nehme sogar mal den. Ich erinnere mich daran, dass nämlich ein Asquin direkt bei uns unten war, der sogar einen Stern hatte. Ne? Von dem sind wir ja abgehauen, ich erinnere mich. Also gucken wir mal nach. Habe ich alles? Tränke, ich habe gegessen. Ja. So, hier sind wir. Und da unten müsste irgendwo ein Asquin rumlaufen, wenn ich mich nicht irre. Der wäre hier direkt unter uns. Ich slide mal runter. Und schau mich gut um. Ich will nur diese Asquin-Haut und dann bin ich auch wieder weg. Und diese Pilze hier will ich auch ganz gern. So. Da kommen natürlich Feinde. Ist da ein Spawner? Ja. Den sollte ich auch deshalb zerstören, weil das unser Safe-Portal ist hier, ne? Da ist der mit dem Stern. Moin. Wow, Alter. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Tschüss. So. Da sollte ich allerdings mich beeilen, damit der hier nicht alles rambuliert. Und der da ist, der muss ebenfalls sterben. Oh, ich habe so Angst. So. Den Asphyl können wir Gott sei Dank outsmarten, indem wir die ganze Zeit im Kreis rennen. Scheiße! Ich wollte ausweichen! Ah, er tötet mich. Daneben. So, laufen, laufen, laufen. Und Frost. Alter, hör mal auf hier. So. Und komm schon, komm schon, komm schon. Tschüss. Puh. So, wie viel gibst du? Sind das vier? Nee, ne? Ha! Perfekt! Sehr gut. Und da ist noch einer. Den nehme ich auch noch mit. So. Und ich sollte hier mal von dem Turm weggehen, ne? Ich gehe mal lieber zu dem da hinten. Dem hier. Weil den kann er kaputt machen, wie er Lust. Oh, hier sind noch Pilze. Sehr gut. So. Ich störe mich nicht beim Pilze pflücken. Na, wo bin ich? Na, wo bin ich? Bin ich hier? Bin ich da? Ich sollte mal nicht so lachen, ne? Der macht mich gleich platt. Ah, oh Gott sei Dank. So, deine Haut will ich auch noch. Und das reicht mir auch schon. Komm, auf Wiedersehen. Sehr gut. Hier ist der Turm. Und wir gehen nach oben. Oh shit, stimmt, die Treppe, ne? Da muss ich aufpassen, dass er die nicht kaputt macht. Sonst kommen wir gar nicht mehr hoch. Müsste ich mir irgendwie behelfsmäßig was aus Holz bauen, ne? Aber wie auch immer, wir haben die Haut, die wir wollten. Und das finde ich gerade sehr satisfying. Also nichts wie hoch. Und die Robe von Embla gebaut. Sehr gut, dann jumpen wir mal selber durchs Lootloch. Weil das hier sortieren wir direkt ein. Ist ja nur das bisschen... Also hier Monsterorgane, dann Fisch- und Reptilienfleisch. Was haben wir noch? Eine Trophäe. So. Ein paar Pilze. Ein Pilz wollte ich sagen, aber es sind ein paar. Und dann hier noch Marmor. Hier. Hat er auch richtig einsortiert. Und ein Knochen. Sehr gut. Und dann nehmen wir die... Nee, nicht hier, sondern hier die Häute raus. Und was war das noch? Stoffe. Ich hatte außerdem bei Magie hier die Barren hingelegt. Davon brauchen wir auch ordentlich. Her damit.
Und Stoffe vielleicht sogar auch. Da nehme ich auch nochmal ein Stack raus. So. Und damit ich hier keinen Fehler mache, wir brauchten die Hose, ne? Ja. Gut. Hose von Embla. Ja, da brauchte ich die Barren ja gar nicht. Keine Ahnung. Aber wir können sie auf jeden Fall craften. Und aufwerten können wir auch. Es kostet keine Haut. Zack. Sehr gut. Und weiter aufwerten geht nicht, ne? Das heißt, wir haben die Hose von Embla auf Max. Also ich vermute ja immer noch. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Das ist eine Erweiterung für die Magie-Dingens geben wird. Aber bisher sieht das nicht so aus, sonst hätte ich doch schon längst irgendein neues Rezept gekriegt oder so, oder nicht? Hm. Aber das hier ist auf jeden Fall unsere neue Klamotte. Und da würde ich sagen, zack! Und jetzt sehen wir... Alter! Mal das mit den Augen. Sieht man ein bisschen aus wie so ein Java, ne? Oh, Teddy! Aber ich finde es trotzdem ganz geil. Sieht auch ziemlich böse aus jetzt. Und normalerweise tragen wir ja unsere Krone. Da will ich auch nochmal sehen, wie sieht denn das dann aus? Das ist ja unser normales Aussehen. Oh! Hm. Ja, im Vergleich zu der anderen Robe. Die war vielleicht ein bisschen gepflegter, ne? Ja, obwohl es geht. Die hat hier immer so, die hat so einen ganzen Krempel, also ganz viel Krempel dran. Aber die hier... Ja, die ist dafür ein bisschen leichter. Sieht aber schon eher wie ein Magier aus. Vor allem ist es blau und das macht, da kommt dieser Froststab richtig zur Geltung. Ist schon geil. Ist schon geil. Aber wir behalten natürlich erstmal die Kapuze an. Und packen auch hier den... Obwohl... Ja, doch, packe ich hier rein. Und die Barren, die hatte ich zwar ja nach oben getan. Voll geil, Alter. Jetzt sehen wir ein bisschen aus wie Medivh, ne? Medivh mit dem Stab von Jaina. Sozusagen. So, Barren her. Achso. Wir sind hoffnungslos überladen. Dann gehen wir her. So. Rein damit. Und zack. Und außerdem können wir noch eine Fuhre anmachen. Denn wir haben noch das Erz dafür. Also gib mal 20 her, bitte. Und dann schmeiße ich die mal rein. So. Und hier. Dann noch da den 20. Zack. Und hier auch. Zack. Und rein damit. Sehr gut. Ja, dann haben wir jetzt die neue Rüstung. Geil. Und gut möglich, dass sie sogar noch besser wird, wenn wir den Tisch upgraden können. Schreibt es doch bitte in die Kommentare, ob das geht oder nicht. Weil, wenn nicht, dann haben wir, glaube ich, alle Erweiterungen. Die von der Küche haben wir. Die haben wir schon angebracht. Die von der Schwarzschmiede ist die hier. Und die von der Dingens, von der, wie heißt er, Handwerkstisch, ist die Presse. Und dann kann ich die beiden nämlich unten einbauen. Wenn es keine weitere gibt. Schreibt es mal bitte hin in die Kommentare. Ich würde es gerne wissen. Und außerdem gehe ich mal nach oben. Stopp. Wir brauchen noch eine Kiste. Eine winzige. Also gib mal her. 10 Holz. So. Denn wir haben jetzt eine Robe zu viel. Und so wie wir das auch schon bei... Welcher Rüstung war das? Die Leinenrüstung, ne? Da haben wir ja hier hinten eine Kiste hingestellt. Ne, wo war die denn? Es gab irgend... Da, hier habe ich die hingestellt. Hm. Soll ich da immer die Extra-Rüstungen reintun? Ja, ne? Mach ich mal. So. Und Federumhang natürlich nicht, aber der... Da ist ja einer und da ist einer, ne? Stimmt. Die neuen Umhänge müsste ich natürlich auch noch craften. Ich hoffe, es sind nur drei. Weil ich habe nur drei von diesen Kleidungsständern. Das wäre nett. So, aber auf jeden Fall war mir das nochmal ein Anliegen. Dann haben wir das auch gemacht. Oh, voll geil. Na, bis auf der eine Tod, dass wir da... Der Tod war bescheuert. Das muss ich wirklich sagen. Aber ansonsten hat es richtig Bock gemacht. Und ich will allerdings jetzt mich nicht verabschieden mit dem...
roten Augen. Das ist vielleicht ein bisschen too much. Oh, die Sonne geht auch gerade unter. Perfekt. Ja, da würde ich sagen, beenden wir die Aufnahme hier, wa? War wieder eine Mordsgaudi und wir haben ordentlich was geschafft. Vor allem auch mit der neuen Rüstung. Regenerieren wir jetzt noch schneller Mana. Ich bin sehr gespannt, wie sich das dann später im Kampf auswirken wird. Oh. So, sieht doch viel freundlicher aus. Vor allem, ach, der hat jetzt Handschuhe. Ah, das sieht cool aus. Diese blauen Handschuhe, hat was. Hat schon was Edles, ne? Sieht ein bisschen aus wie so ein, dieser Wappenrock vorne. Hat ein bisschen was von so einem Ritter, aber irgendwie als ob wir so ein richtig abgewetzter Ritter wären. Der so 10 Jahre auf Wanderschaft war, so sehen wir aus. Aber wie dem auch sei, es war mir eine Mordsgaudi. Und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und dabei sein. Lasst gerne ein Abo da und ein Like und auch gerne einen Kommentar. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.